Hallo Leute und willkommen zurück zur STSS-Reihe. Heute geht es um den AddEach-Operator bzw. die AddEach-Schleife. Und ja, die ist sehr ähnlich wie die Vorschleife, allerdings hat sie ein ganz kleines bisschen anderen Zweck und funktioniert dafür eigentlich eher mit Strings als die Vorschleife. Und ja, wollen wir uns direkt mal angucken. Ist auch ein bisschen mächtiger, muss man sagen. Ihr könnt übrigens hier natürlich auch die Vorschleifen schachteln, ja? Also nur, dass ihr das nicht irgendwie vergesst oder sowas. Ihr könnt sagen, add for $j from 5 through 7 oder sowas. Aber das solltet ihr eigentlich niemals brauchen. Aber es ist theoretisch möglich, mehrere Vorschleifen ineinander zu schachteln. Also nur, damit ihr es wisst. Okay, am besten einfach mal ausprobieren. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr Vorschleifen immer verstanden. Gut. Aber was wir jetzt hier machen wollen, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar sagen wir gehen mit Color durch eine Liste an Sachen, die wir hier vielleicht auch in den Variablen uns definiert haben. Das ist alles möglich. Aber wir haben das jetzt hier nicht gemacht. Und deswegen sagen wir hier einmal, was machen wir? Black, Red, Green und Blue. Okay. So. Und jetzt können wir hier mit diesen Farben in dieser Schleife operieren, als wäre $color jeweils einer dieser Werte. Also im ersten Durchlauf ist $color black, im zweiten Durchlauf ist es rot, danach grün und danach blau. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, und das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, also auch nicht euch irgendwie zeigen, sondern wir machen das jetzt einfach so. Und zwar Punkt, Hashtag, den Interpolationsoperator wieder, color. Dann haben wir hier, geh weg, dann haben wir hier unsere Background Color und zwar in $Color Farbe. So, was das uns jetzt produziert ist folgendes, wir gucken uns einfach direkt das CSS an. Einmal eine Klasse Black mit der Hintergrundfarbe Schwarz, dann eine Klasse Red, also Punkt Red mit der Hintergrundfarbe Rot und so weiter und so fort bis eben nach unten. Und das heißt, wir gehen hier einmal quasi durch jeden Wert in unserer Beschreibung hier drin durch. Und ja, wunderbar eigentlich. So funktioniert es eigentlich ganz gut. Okay, so jetzt, was könnte man noch reinpacken, was es noch mächtiger machen würde? Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Denn es gibt natürlich auch sowas wie Tupel oder ja, Listen aus Listen sozusagen in SCSS. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und kann zum Beispiel meinen Cursor noch definieren. Und dann muss ich allerdings hier überall zwei Werte draus machen. Also einmal Cursor, Default, dann, ich kopiere mir das mal hier, damit es ein bisschen schneller geht. Und da auch nochmal. So, und jetzt muss ich das natürlich in eine neue Zeile packen. Okay, so. Wir haben jetzt hier also die Cursor-Variable, können wir einfach auch noch setzen, dann sagen wir hier unten drin, der Cursor wird auf $Cursor gesetzt. So, was das macht ist, hier möchte ich natürlich noch ein bisschen was anderes machen, Pointer, Move und nochmal Default, das passt. So, was das macht ist in unserem CSS relativ spannend eigentlich, wir sagen nämlich, okay, der erste Durchlauf, das ist der hier, der Black-Durchlauf. Da sagen wir, okay, Klasse von Color. Naja, Color ist Black hier. Das ist das Erste, was wir hier bekommen. Und deswegen setzen wir hier sowohl den Namen der Klasse auf Black, als auch die Hintergrundfarbe auf Black. Und der Cursor, das ist dieses $Cursor hier, ist der zweite Wert in der Klammer. Das heißt auf Default. Also, hier Cursor Default und Background Color ist Black. Okay. Nächster Schritt ist Red. Red bedeutet, ich bin hier in der zweiten Zeile, $Color ist Red, also heißt die Klasse Red und meine Hintergrundfarbe ist Rot und mein Cursor ist Move. Deswegen setze ich hier eben meinen Cursor auf Move und dann eben noch für die anderen beiden Durchläufe. Es ist nur bedingt weniger Aufwand, als es komplett selber zu schreiben, das gebe ich zu. Man kann ein bisschen weniger copy-pasten, das gleicht wahrscheinlich dann endgültig aus. Aber es ist eleganter, wenn man das so schreibt, wenn man es so leichter erweitern kann. Also so könnte ich natürlich diese Liste jetzt bequem hier noch deutlich mehr erweitern, als wenn ich das jetzt nochmal alles kopieren muss. Und vielleicht ist es auch ein ganz dezentes Stückchen übersichtlicher. Und deswegen, wenn ihr es machen könnt, dann macht das einfach so. Ist natürlich dann auch möglich, irgendwie Hintergrundbilder oder sowas, also über Background Image irgendwie über Variablen oder sowas zu setzen. Das ist alles kein Problem. Das könnt ihr durchaus machen. Okay.
Jetzt hatten wir uns in dem einführenden Video zu Variablen schon mit sogenannten Maps beschäftigt. Und Maps sind wirklich sehr, sehr mächtig. Die kann man hier auch wunderbar verwenden. Die nehme ich mal hier weiter nach unten. Und zwar kann ich jetzt schreiben sowas wie $MyMap. Ups, MyMap ist folgendes. Ja, ich weiß, dass es ein Fehler ist. Warum sagst du mir das immer? Okay, zum Beispiel haben wir hier H1, Doppelpunkt, 10 Pixel, H2, Doppelpunkt, 5 Pixel, das ist ein bisschen klein dann, ne? Und H3 ist dann, keine Ahnung, 2 Pixel, okay, 2 Pixel. Und ja, das ist jetzt meine Map, die ich mir hier definiert habe, das kann ich jetzt nutzen. Und jetzt kann ich hier tatsächlich auch hergehen und sagen zum Beispiel, add each, ich kann das Ganze in der add each Schleife verwenden, $tag, $size und in $myMap, da iteriere ich dann quasi einmal drüber und die möchte ich jetzt alle verarbeiten. Das kann ich eigentlich relativ unproblematisch machen. Ich kann ja einfach sagen, das ist echt wahnsinnig anstrengend hier mit dem Ding. Und zwar möchte ich hier den Interpolationsoperator wieder nehmen, weil ich möchte natürlich den Tag hier reinsetzen. Also Tag, ich habe die falschen Klammern. Und zwar der Tag soll die Font Size Doppelpunkt $size bekommen. Und so kann ich natürlich sehr, sehr einfach sagen, wie groß alles sein soll. Und hier mit dem Add Each wird alles automatisch für mich generiert. Ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum ich hier auch ein neues Dokument angefangen habe. Also man sagt dann, H1 bekommt 10 Pixel Größe, H2 5 Pixel und H3 bekommt 2 Pixel. Und ich kann das natürlich einfach noch erweitern, indem ich hier einfach noch weitere Tags anfüge, weitere Größen oder sowas anfüge. Das ist alles kein Problem, kann ich ohne Probleme machen. Ich kann das natürlich auch für Klassen erweitern und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr flexibel und auch ziemlich nützlich, vor allem eben mit den Maps. Gut, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.